Ja, moin, mein hat's gegrüßt zu einem neuen, neuen Projekt, sage ich jetzt mal. Das erste Rematch Bundesliga-Orakel-Spiel. Das Spiel Schalke gegen Bayern findet am 9. September 2015 in der Felddienst-Arena statt. Also am Freitag, den 9. September. Und ja, ich werde heute das Spiel orakeln. Ihr kennt ja bestimmt meine Videos mit einem Rematch-TV-Pokal immer. Und das dann ist jetzt Bundesliga, Rematch Bundesliga-Orakel. Und eine lange Schnacken fangen wir an in diesem 90-minütigen Spiel. Übrigens gibt es auch zum ersten Mal in einem Rematch-Spiel kann auch vorkommen, dass es jetzt unentschieden sein wird. Also hier nach unentschieden Abpfiff. Ihr wisst schon, was ich meine, hoffentlich. So, die erste Karte kommt hier von Mittelfeld Dortmund, Jürgen Weigel. Außerdem ist es auch sehr, sehr spannend, weil Bayern ja schon in Rematch DFB-Pokal raus ist. Leider, gegen Köln damals. So, zweite Karte kommt von Abwehr von den Bremern, Yannick Westergaard. Die zweite Karte, die dritte Karte meine ich. Mainz, Florian Niederlechner. So, die vierte Karte kommt von Gladbach Tor. Starspieler Jan Sommer, 88er Bewertung hat der Junge. Puh, das ist schon heftig. So, die nächste Karte kommt von Ingolstadt, Elias Kaczunka. Hat früher auch mal bei Paderborn gespielt, sind aber jetzt ja mittlerweile abgestiegen in dritte Liga. So, die nächste Karte kommt hier von Hannover, Felix Klaus, Allrounder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siebte Karte, Halbzeit übrigens. Und Wiener Mainz. Ich kenne den, aber ich kann nie den Namen aussprechen. Yoshinori Muto war auch mal in der 15-16er Edition hier als limitierte Auflage. In dem Adventskalender war da nämlich drin. So, nächste Karte kommt von Abwehr von Ingolstadt, Tobias Levels. Also mein Orakel sagt voraus, dass es immer noch nach 55 Minuten 0:0 steht. So, mal kurz zählen, wie viele Karten wir schon haben. Bei 15 Karten pro Spiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karte. Kommt. Von... Ja, die Doppelkarte muss ich wieder reinstecken. Das seht ihr jetzt nicht. So, Mittelfeld. Darek Elionossi haben wir auch letztens schon irgendwo gezogen. So, nächste Karte kommt hier. Von Frankfurt. Ja, lol, die haben ja als letztes gespielt. Vorgestern. Ja, wunno. So, nächste Karte hier kommt hier von Bayern. Alter. Und Mario Götze, ja, das spielt er jetzt nicht mehr bei Bayern. Aber wie machen wir das, wenn jetzt einer nicht mehr spielt für den jeweiligen Verein? Das zählt aber trotzdem. Macht das 1:0 für die Bayern. Ja, wenn sowas auftritt, kann ich mir einfach einen Spieler aussuchen. Lewandowski, nehme ich einfach jetzt mal Lewandowski. Macht es 1:0 für die Bayern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karte, also Schalke müsste aber langsam rankommen. Die 12. Karte kommt hier von Edgar Brieb. Die vorletzte Karte, also die 13. Karte, kommt hier von Paderborn. Sind ja abgestiegen. Moritz Stöbel hat vorher mal bei Hannover gespielt, oder? Doppelkampf bei Hannover oder spielt er jetzt bei Hannover? Irgendwie so. Ich habe wieder vergessen, welche Kartennummer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Karte. Die vorletzte Karte. Kommt hier von Hamburg. Ivica Ulic. Ja, jetzt brauchen die Bayern bloß noch die Defensive richtig klar machen. Dann haben sie gewonnen. Mit 1:0. Und Abwehr Darmstadt. Junior Diaz. Und damit gewinnen die Bayern 1:0 gegen die Schalker mit Robert Lewandowski. Ja, Götze spielt jetzt mehr bei Bayern, deswegen habe ich mir Lewandowski ausgesucht. Wenn euch dieses Format gefällt, lasst auf jeden Fall Daumen hoch. Da morgen ist das Rematch Bundesliga Orakelspiel Leipzig gegen Dortmund. Genau, am Samstag gibt es nichts. Am Sonntag gibt es dann. Oh, was habe ich denn hier? Am Sonntag gibt es dann. Let's Play. Und ja, würde ich sagen, schaut da rein. Und ja, Skywalker. Wupp.